Hallo zusammen, herzlich willkommen zu TechBattle Folge Nummer 51. Nach der letzten Special Edition geht es jetzt wie gewohnt weiter und in diesem Sinne legen wir los. Viel Spaß! Full Cable Kits von CableMod machen deinen PC zu etwas ganz Besonderem. Mit ihrer Farbvielfalt sehen sie nicht nur fantastisch aus, sondern bieten zugleich eine maximale Flexibilität für jegliches Kabelmanagement. Finde das passende Full Cable Kit für dein Be Quiet Straight Power sowie Dark Power Pro und erhalte es deutlich reduziert. Weitere Infos dazu in der Videobeschreibung. So, und die heutige Folge haben es geschafft. Fabian, Felix, Kevin und nochmal Felix. Herzlichen Glückwunsch, meine Freunde. Vielen Dank für die Teilnahme. Und das Voting zur letzten Special Edition Ausgabe hat ergeben, das Setup von Shane hat euch am besten gefallen. Und auch hier habt ihr wieder die Möglichkeit, in dieser Setup-Folge ja das Ganze über das kleine i hier oben abzustimmen. Legen wir los mit dem Setup von Fabian. So, Fabian verwendet einen Acer Predator Z3521:9 Monitor. Dazu gibt es dann noch die Beyerdynamic DT770, Logitech G810 und eine Rocket Tine und sehr schön im Hintergrund zu sehen, die weiße Beleuchtung auch hier mit RGB-Funktion. Etwas ganz Besonderes sehen wir hier in Form des Stuhls und zwar kein klassischer Gaming-Chair, sondern einen Sitz aus dem Auto von Fabian und zwar einen GT86. Sehr coole Idee auf jeden Fall und etwas ganz Besonderes. Dann kommen wir auch schon zum PC und der besteht aus dem i7-5820K gepaart mit einer EVGA GTX 1080 in der Founders Edition und all das ist verbaut im Corsair 400C Gehäuse. So, hier muss ich sagen, dass die Kombination aus 21:9 Monitor und PC daneben schon sehr cool kommt, auch gerade durch die Beleuchtung und ich finde, das Ganze kann man so lassen. Auf dem Schreibtisch ist immer noch genügend Platz für andere technische Highlights oder andere Utensilien und auch das Ganze vom Kabelmanagement her als auch von der Beleuchtung auf den Punkt gebracht und deswegen würde ich sagen, belasse ich es dabei und kommen wir zum nächsten Setup. So, hier das Setup von Felix Nummer 1 mit einem 24-Zoll Monitor von BenQ mit Wandmontage. Dazu gibt es dann noch eine Hammer-Tastatur als auch Maus, wobei die Maus befindet sich auf einem Logitech Gaming Mauspad. Was ich wirklich sehr cool finde, sind diese Stative bzw. Ständer für die Lautsprecher. Selfmade, so hat es Felix geschrieben. Und hier hat man auch die Möglichkeit, noch ein paar Sachen zu verstauen, wie zum Beispiel auf der linken Seite der Controller oder auf der rechten Seite das Ganze gleich hier als Headset-Halter. Dann kommen wir zum PC und der besteht aus dem i3-4170 gepaart mit einer Zotac GTX 650 Ti Boost und das Ganze verbaut im Corsair 200R, also auf jeden Fall kein Ultra-High-End-Gaming-PC, aber auf jeden Fall ein solides Gerät. Insgesamt ein cooles Setup, vor allem durch diese Selfmade-Stative bzw. Ständer für die Lautsprecher. Von der Beleuchtung als auch vom Kabelmanagement her auf den Punkt gebracht. Gut, auf der linken Seite beim Stativ sieht man noch ein, zwei Kabel so hin und her flitzen. Das kann man auf jeden Fall verbessern. Aber ansonsten würde ich sagen, auf der linken Seite kann man noch etwas positionieren, dass es dort nicht so leer aussieht. Aber alles im Allen ein sehr cooles Setup. So, das Setup von Kevin bietet uns erst einmal Boost Wars mit dem GTR von JP Performance. Meine Freunde, was soll ich noch sagen? Ihr wisst alle, dass ich genauso einen Knall habe, was JP Performance angeht. Und ja, der Monitor ist auf jeden Fall hier etwas ganz Besonderes und zwar ein 27 Zoll Curve Monitor von Samsung. Sieht man so an sich relativ selten. Das Ganze wird dann hier noch vervollständigt durch die Logitech K800 Wireless Tastatur, einer Logitech M705 Marathon Maus und dem Logitech Z506 Lautsprechersystem, 5.1 Lautsprechersystem. Wow, endlich mal einer, der es verstanden hat, nicht alle Lautsprecher vor sich auf dem Schreibtisch zu positionieren. Alles wird wiederum betrieben durch den i7-6700K zu 4 GHz und einer GTX 960 mit 4 GB. Gut, kann man machen, diese Kombination aus CPU und GPU. Und die komplette Hardware befindet sich in einem Aerocool Aero 1000. An sich erstmal ein cooles Setup, aber ich finde hier gibt es so ein paar Punkte, die man verbessern könnte. Da der Schreibtisch ja an sich erst einmal nicht besonders groß ist, würde ich den PC auf jeden Fall auf den Fußboden stellen, zum Beispiel rechts vom Subwoofer. Außerdem würde ich das Ganze vom Kabelmanagement nochmal etwas verbessern bzw. aufarbeiten und auch besonders den, ja, in meinen Augen sehr hässlichen Stromverteiler irgendwo verstecken. Trotzdem ein gutes Setup und damit kommen wir zum letzten Teilnehmer bzw. Setup für diese Folge. So, hier sehen wir ein Dual-Monitor-Setup, was in meinen Augen alles andere als optimal ist, bestehend aus einem 27-Zoll-Gerät von AOC und auf der linken Seite einem kleineren, ja, ich würde sagen 22-Zoll-Gerät, alles andere wäre irgendwie ein bisschen größer, auf jeden Fall in meinen Augen nicht optimal. Die Tastatur stammt mal nicht von Rocket oder Razer, sondern von Gigabyte. Als Maus verwendet Felix Nummer 2 eine Mad Catz Red 5
und diese befindet sich auf einem Rocket Hero. Ansonsten ist das Ganze sehr cool gestaltet, auf der linken Seite mit etwas Deko, Weißelemente und dazu auf der rechten Seite dann der weiße PC, bestehend aus dem 6600K und einer GTX 970 von Gigabyte und das Ganze verbaut im NZXT H440V2. Was ich wirklich sehr cool finde, ist die Kombination aus Hauptschreibtisch mit dieser Holzoberfläche und dann auf der rechten Seite der Computer auf diesen kleinen weißen Schränkchen. Das auf jeden Fall ein sehr cooler Kontrast. Vom Kabelmanagement her ist das Ganze auch super umgesetzt, wobei natürlich hier auch versucht wurde, diesen hässlichen Stromsteckerverteiler, wie auch immer, zu verstecken. Das Ganze ist so halb gelungen, allerdings verstehe ich dann nicht, warum auf dem Schreibtisch dann nochmal ein Verteiler ist, der auch irgendwie so leer ist. Kann ich nicht verstehen, ist in meinen Augen absolut hässlich, aber ansonsten auf jeden Fall ein grundsolides Setup mit einer coolen Beleuchtung an der Tischkante vorne. Auf jeden Fall, ja, sehr cool anzusehen. Hier finde ich persönlich erstmal nichts, was man noch verbessern könnte, außer zwei gleich große Monitore verwenden, weil dieser Höhenunterschied ist halt schon wirklich zu krass in meinen Augen. Da macht das Arbeiten einfach keinen Spaß. Selbst wenn der linke Monitor noch irgendwie eine Ablage ist. Ja, Freunde, damit sind wir auch schon durch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Die steht in den Startlöchern. Und ja, in diesem Sinne, bis neulich. Ciao.